So, während ich mir meine Pizza jetzt reinziehe, können wir eventuell uns ja mal das neue Video von Sascha angucken. Habe ich schon richtig Bock drauf, Kapi? Heute ist es wieder soweit. Heute wird mal wieder gejodelt. Weird Flex. Das heißt, Luca hat mir mal wieder Jodler zukommen lassen. Ich würde sagen, fang an mit dem ersten Jodler. Let's go. Warum ich einem Typen letztens eiskalt einen Korb gegeben habe? Er wollte zurzeit noch keine feste Beziehung, weil er das 12 Monate Gold-Abonnement von Tinder hat und es nicht einfach für mich verschwenden möchte. Ehrenmann! Lauf mir kurz Scheiße von wegen Vertrag auflöse, bla bla. Also da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Wenn ich für 12 Monate bezahle, will ich auch 12 Monate das haben. Mach ja schon mal die Basics. Ich werde den Schal meiner Freundin in Stücke schneiden und Schutzmasken daraus machen. Sollte für circa 500 Stück reichen. Habe mir heute neue Tupperdosen gekauft. Da steht drauf, spülmaschinenfest. Weiß jemand, wann und wo das ist? Nein. Schnell weiter. Sitzen gerade bei... Frühstück in der WG und meine Mitbewohnerin sagt, ich habe noch einen 20 Euro Eisgutschein ab einem Einkaufswert von 40 Euro. Unser männlicher Ersti-Mitbewohner darauf, aber wer isst denn Eis im Wert von 40 Euro? Ich kann gerade nicht essen. Warum, was hast du? Ja, Gehirnfrost. Also. Aber berechtigt. Oleg und Bolleg wieder am Start. Lul. Die Frage, wohin mit dem ganzen Eis? Boah, nice. Die sieht richtig nice aus. Also seid mir echt nicht sauer, weil ich finde solche Uhren mit Eis out echt nicht schick, Digga. Aber eine Geschmackssache, ne? Vor allen Dingen unser Über-Alpha-Deutsche Justin, Digga, kauft ja einfach eine Silberuhr oder so. Aber bling bling steht nur dunkelhäutigen Leuten. Meine Meinung. Der Reaktionsboss, ja wahrscheinlich. Nice aus. Ich! Und kannst du dir vorstellen, später mal zu heiraten? Ey, ich sag mal so, nur weil ich ab und zu reiten will, muss ich ja nicht gleich das Pferd kaufen. Da hat mal wieder Tindergold zugeschlagen. Ich beim Arzt. Arzt, du hast Corona. Niemand. Meine Mutter. Alles Gute zum Muttertag, Digga. Ich bin als Kind mal zu spät zum Fußballtraining gekommen und musste Strafrunden laufen. Mein Vater war der Trainer. Er hat mich gefahren. Die Vorstellung einfach, Lul. Ach so! Alter, ich sollte echt aufhören mit dem Trinken vor dem Video drehen. Meine Mutter eben zu mir. In dein Zimmer zu gehen ist wie ein Besuch bei Ikea. Man möchte nur mal kurz reinschauen, kommt aber mit 5 Gläsern, 3 Tellern und 2 Handtüchern wieder raus. Und das alles nur wegen den Videospielen. No! Wieso sagen wir eigentlich Flugangst und nicht Ehrfurcht? Raus! Ich beim Kofferpacken. Wie viele Unterhosen brauche ich für 5 Tage? 1? 2, 3, 4, 5 und 6, falls ich mir auszusehen. Sorry, falls ich mir aus Versehen in die Hose scheiße. Riecht ihr das, Chat? Riecht ihr das? Entschuldige, aber. Mir gefällt immer an Sascha Videos das Beste, bin ich einfach, Digga, immer. Ich schaffe den Rest nicht mehr. Packen Sie mir das bitte für zu Hause ein. Studenten sind solche Loser. Was? Was ich nach den Ausgangsbeschränkungen haben wollte. Aufgeräumtes Haus, vorgelernt, Sixpack. Was ich habe? Ich hab. Boah, ich trau mich gar nicht, den vorzulesen. Einen kräftigen Applaus an meinen Papa, der mich vor Corona beschützt, indem er eine Distanz einhält zwischen uns. Mittlerweile schon seit 26 Jahren. Und an der Stelle bin ich mal wieder komplett raus. Falls euch das Jodel-Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr noch nicht den Kanal abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenfreier Ehrenbruder was ein Abonnement für mich da lassen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Was ist das? Ein Hund? Ein Schwein? Ach, ein Mann! Ups. Also, das kann er doch nicht ernst meinen, oder? Lost. Ich habe gerade einen Preis bekommen für das Aquarium, was ich mir einbauen lassen möchte. Das Süßwasser-Aquarium, nicht das Meerwasser-Aquarium, nur das Aquarium mit Aufbau und allem drum und dran. 20k, Digga. 20k ist schon ein Freundschaftspreis, in Anführungszeichen. Achso, das habe ich euch noch gar nicht erzählt, Lul. Und zwar folgendermaßen, es gibt eine kleine Änderung bei mir am Haus. Und zwar in diesem Raum, der im Übrigen in dem Video wesentlich kleiner aussieht, als er wirklich ist. Also ihr dürft nicht vergessen, das sind 41 Quadratmeter. Und zwar wollten wir in diesem Raum ja hier von der Wand im Hintergrund hier
ein Aquarium hinstellen. Mäßig als Raumteiler. Right? Könnt ihr euch dran erinnern? Das wird nicht mehr so sein. Aus folgendem Grund. Denn da das Problem ist, wenn hier dieses Aquarium steht, hat man zu der Seite, also zu diese Fläche, man muss ja auch Abstand halten zu den Fenstern links und rechts. Da kann man leider nur ein relativ kleines Sofa hinstellen. Also ein Sofa, was im Grunde hier eine Sitzfläche hat und hier dann zu der Seite die lange Fläche. Was ich aber absolut Absturz finde, weil das würde gequetscht aussehen, das würde nicht schön aussehen. Ich habe mir Möbel angeguckt, Sofa angeguckt und das wäre alles gequetscht gewesen, das wäre nicht geil gewesen. Folgendermaßen, hier kommt jetzt eine richtig geile große Couchlandschaft hin. Ich habe exklusives Bildmaterial für euch. Diese Couch habe ich mir schon gekauft. Sieht man das? Jo. Die Couch habe ich mir schon gekauft. Diese Seite hier wird noch breiter, dass dort zwei Leute sitzen können. Das Ganze ist eine sehr, sehr hochwertige Couch. Boxspringmaterialien oder wie man das auch immer nennt. Riesengroß. Costa Quanta habe ich bezahlt ungefähr 5K für. Habe ich die in der Instagram-Story gezeigt? Das Sofa wird es sein. Nicht so, wie es da jetzt ist. Also eine andere Polster noch so ein bisschen. Aber das Sofa wird es sein, Digga. Ah, ich hatte die schon in der Instagram-Story gezeigt. Okay, aber ich habe exklusives Bildmaterial noch für euch, was ich definitiv noch nicht bei Instagram gezeigt habe. Und deswegen, die Couch kommt hier richtig schön dick rein. 5K geht voll klar für die Größe. Ja, also 5000, Digga, hättet ihr mir erzählt, dass ich vor 6 Jahren oder so, oder vor 7 Jahren, dass ich mir mal eine Couch für 5000 hole, dann hätte ich zu euch gesagt, ihr seid, also dann hätte ich so selber gesagt, ey, verrückt. Aber... Und da bin ich auch ganz bei meiner, in Anführungszeichen, Designerin, Innenraumdesignerin oder wie sich das auch immer nennt, die mir das Möbelstück bzw. das Möbelhaus empfohlen hat. So etwas sollte man, oder sowas kauft man einmal und dann vernünftig. Ich habe jetzt die Möglichkeiten vom finanziellen Aspekt, mir etwas Teures, Hochwertigeres zu holen. Dann mache ich das einmal vernünftig, investiere ein bisschen mehr Geld, habe davon aber auch länger was. So finde ich es auch vernünftig. Der Boden wird ja noch neu gemacht, also nicht neu gemacht, sondern da kommt ein neuer Boden rauf. Der alte bleibt drinne, wird nur rüber gemacht. Und jetzt haltet euch fest, wieso ich euch das erzähle. Diese Wand hier ist ja die Essecke. Das heißt, hier kommt ein Tisch hin für 6 bis 8 Leute. Buff, buff. 6 bis 8 Leute, dicke Stühle, geile Deckenlampen. Und jetzt kommt die Alternativlösung. Über die gesamte Wand kommt ein Aquarium. In Maßen... 4,4 Meter lang, 85 breit und 80 Zentimeter hoch. Ausgerechnet sind es knappe 2900 Liter oder sowas. Zeig Aquarium, das ist Spezialanfertigung, ja. Das ist natürlich mit Unterschrank. Also das Becken fängt nicht hier vom Boden mit Glas an. Viel zu teuer, vertrau mir. Gibt es denn zu teuer für mich aktuell, wenn es um Fische geht? Glaub nicht, Digga. Also ich verstehe deinen Aspekt. In der Anschaffung ist es teuer, aber ich möchte es mir einmal schick machen. Das Becken an für sich in der Anfertigung ohne Inhalt, nur die Anfertigung, den Aufbau kostet 19.000. Also habe ich jetzt ein Angebot bekommen, 19.000 Euro. Verkaufst du mir deine alte Couch? Die alte Couch gehört meiner Vorbesitzerin von der Wohnung hier. Die war möbliert. So, dann zeige ich euch nochmal ganz kurz. Das werde ich aber kurz einmal ein wenig bearbeiten. Wenn ihr möchtet, zeige ich euch... exklusiv. Mein Teich habt ihr schon, glaube ich, mal in meiner Story gesehen. Was habe ich euch bis jetzt vom Teich gezeigt, Chat? Die Plane. Okay. Ja, ich muss die Photoshop-Skills nochmal kurz rausholen. Man kann leider bei einigen Idioten nie vorsichtig genug sein da draußen. Deswegen muss ich hier, auch wenn ich es überhaupt nicht möchte, trotzdem vorsichtig sein, Chat. So, jetzt kann ich euch das Bild auch zeigen, ohne irgendein schlechtes Gewissen zu haben. Also der Teich ist noch nicht fertig, er ist noch in Arbeit. Okay, so sieht aktuell der Teich aus, der bei mir im Garten eingepflanzt wird. Das sind ungefähr 30.000 Liter. Hier vorne, das sieht man jetzt nicht wegen der Spiegelung, gehen 3 Treppen nach unten. In der Mitte ist er ungefähr von der Tiefe 1,80 tief. Wintertauglich, der wird hier, wie ihr seht, mit Steinen gepflastert drumherum. Gefugt noch, hier kommt noch ein kleiner Wasserfall oder Bachlauf rein. Spiegelung sieht man trotzdem, bist du irgendwie komplett kleben geblieben. Man sieht in der Spiegelung einen Baum. Viel Spaß beim Suchen. Man sieht ein bisschen Zaun. Viel Spaß beim Suchen, Digga.
Die hellste Kerze auf der Torte bist du anscheinend in der Situation gerade nicht, Lul. Filteranlage und alles kommt noch. Oha, der Stein sieht verdächtig aus, ja? Setzt du Fischis rein? Nee, Digga, Hasen. Du weinst aber wahrscheinlich, Digga, ob ich Fische reinsetze, wegen, ob es ein Schwimmteich ist oder nicht, denke ich mal, ne? Es wird beides sein. Ich werde Fische reinsetzen, aber ich werde auch, während die Fische da drinnen sind, da mal im Sommer reinspringen und kurz einmal mich abkühlen. Da sehe ich kein Problem. So, mehr kann ich euch nicht zeigen erstmal. Aber sieht doch schick aus, Chat, oder?